Servus miteinander, der Janni und der Joe von den Red Bull Drift Brothers. Und heute hat er ein brutal cooles Auto. 850 CSI. Da ist er, da ist er. Tada! In wunderschön Daytona Violett. Sonderlack. Brutales Auto, absolute Design-Ikone. Machen wir mal kurz hier ein Element. Die Pop-Up Headlights. Dieses Segment hier ist relativ nah am Z1. Das hier schon so. Wie heißt man das? Keine Ahnung, es sieht brutal aus. Die Seiten, die sind von dem Auto, die versenkbaren Scheiben sogar hinten. Bei einem Baujahr 93 Auto. 93, ja. Die ja. Farbe. Normalerweise würde man jetzt hier so rumstochern und suchen. Lach nicht so. Als hätte ich das. Ja, als ob es wüsste. Wir haben das hier gemacht, schaut mal. Wenn du ein bisschen anhebst, dann kommt sie raus. Und zack, dann drückst du hier rein. Und dann machst du die Motorhaube auf. Tada. Alles nur, um dazu zu kommen. 12 Zylinder mit 5,5 Liter Hubraum. Baujahr 93. Nicht umsonst der Sound. Ich weiß nicht, ob ihr vorher Sound gehört habt, aber ihr müsst Sound hören von dem Ding. Ja. Und Schaltgetriebe übrigens. Haben wir das schon gesagt. Ja? Sechsgang Schaltgetriebe. Vielleicht einer der aufregendsten Motoren ever. Und der hat auch eine ganz spannende Geschichte. Wir hatten es schon mal erwähnt im letzten Mal. McLaren F1. Da ist als Basis dieser Motor drin. 15 bis 20 Millionen Auto. Dieser Motor ist da drin. Mit ein bisschen mehr Leistung, aber bisschen mehr Leistung, es ist aber der gleiche Motor. M-Rotorfelgen sind wohl so designt, dass die Bremse sehr gut gekühlt wird. Dieses Teil ist angeschraubt. Das Ding hat einen Kofferraum und das hat sogar Platz im Kofferraum. Dann kriegt er sogar ein bisschen was rein. Hat der sogar eine Durchreiche, einen Skisack? Nein, kommt auch gerade, was das sein soll, ehrlich gesagt. Ach, das ist ein Verstärker, der hat ein Ding eingebaut. Der hat einfach einen Verstärker. Das ist nicht original, oder? Das ist nicht original, nein. Der hat einfach einen Verstärker für seine Stereoanlage eingebaut. Aber ich bin beeindruckt, du kriegst hier sogar was rein. Die Auspuffanlage. Die ziemlich schön aussieht, finde ich. Die sieht echt hübsch aus. Sehr stimmig. Ja. Erinnert mich irgendwie an gewisse G82s. Boah. Guten Tag, Herr Antonji. Ich grüße Sie. Grüß Sie. Das ist ein sehr, sehr faszinierendes Auto. Man steigt ein, man sieht den Innenraum ausgerichtet zum Fahrer. Sechsgang-Handschaltung, 12 Zylinder, die Pop-Up-Scheinwerfer, Klappscheinwerfer, Hinterradlenkung, die man jetzt schon auf den paar Metern wieder gespürt hat. Wir haben es ja letztes Mal auch schon so ein bisschen. Wir können ja jetzt mal im Nassen den Kreisverkehr probieren. Wir schauen mal, wie der sich im Nassen verhält im Kreisverkehr. Auf was haben wir denn? Jetzt haben wir auch Sport das Ganze heute. Will it drift? Will it drift? Also wir werden das jetzt natürlich auf der öffentlichen Straße hier nicht rausfinden. Aber nur mal so ein paar Tendenzen, Alter, das ist schon krass, ne? Es ist einfach nass. Oh, jetzt bin ich falsch umgefahren. Oder bin ich? Ja, ich bin falsch umgefahren. Aber was für ein Grip. Unfassbar, ne? Ja. Extrem. Unfassbar. Mit zwei 35er Reifen. Das Auto hat übrigens 1,9 Tonnen. 1,9 Tonnen. Und das ist wirklich wieder verblüffend, wie BMW das jetzt schon zum zweiten Mal hinbekommen hat. Also am meisten umgehauen hat es mich ja jetzt wirklich nochmal in dem G82. Ja. Der 1,75 Tonnen wiegt und die spürst du ihm nicht an. Aber in dem Auto, das ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel hat. Das halt 28 Jahre zurück. Weiter. Ja. Weiter, das ist schon. Also und wenn du dir überlegst, wie die anderen Autos damals, die vergleichbar gefahren sind, also wenn du jetzt einen Mercedes nimmst, klar, Mercedes ist auch kein BMW. Mercedes ist jetzt kein Vergleich, was die Fahrdynamik-Qualitäten angeht, aber egal eigentlich, was du nimmst, ähnliche Leistungswerte, ähnliches Gewicht, andere Welt. Ich glaube, ein guter Vergleich wäre der Porsche 928. Kennst du den? Ja, das große Coupé, 8 Zylinder, gab es ja auch als Schalter, 8 Zylinder. Das wäre mal so ein guter Vergleich, die zwei zu fahren. Und ich bin mir fast sicher, dass der hier, obwohl er nicht so der Sportwagen ist. Hui, hallo. Übrigens auch
besseren Sound hat. Hallo. Okay, okay. Wir haben hier eine Custom-Auspuffanlage verbaut mit Klappensteuerung. Hat der Vorbesitzer eingebaut. Und die hört sich teilweise schon kernig an. Ganz gut, dann sieht man am Gesicht so. So ein bisschen. Glaube ich, kann man es erkennen. Eieiei. Sorry, ich war kurz abgelenkt. Wo war aber gerade? Ich weiß auch nicht mehr. Ich war auch gerade so, ich wollte was Gutes erzählen und dann kam der Sound und dann. Oh, und ich bin pauschal auch direkt an der Ausfahrt vorbeigefahren. Ja, der Sound hat uns alles durcheinander gebracht. Viel zu günstig gehandelt. Wenn du mal überlegst, dass es nur 1500 Stück davon gab, das ist ein 12-Zylinder-Handschalter, Technik weit seiner Zeit voraus und dass die Autos um die 60.000, 70.000 kosten, so, finde ich nicht zu viel für das Auto. Nee. Ja, auch als Investition. Du kriegst auch viel für das, also du kriegst viel extrem. Auto für dein Geld, ja. Also schon alleine vom Technikwandel, ja. Von der Optik, vom, ich sag mal, von der Einzigartigkeit. Einzigartigkeit von dem Auto, ja? Sound. Vom Sound. Oida, ist das geil. Da schiebt was ganz gemütlich. Mhm. Aber ganz entspannt, so ganz souverän, aber trotzdem nicht unaufregend. Überhaupt nicht unaufregend. So ein bisschen überschaubar, als ich angekommen bin. Ja. Das hat sich schlagartig geändert. Sieht viel besser aus jetzt. Schon, ne? Ja, ja. Ich fühle mich auch schon so 5,5 bis 7 Jahre jünger. Und wir sind immer noch bei 17 Litern. What? Bei unserer Fahrweise, wenn das stimmt. Ich habe ihn jetzt gerade schon ein bisschen auch mal. Ja, ich habe teilweise 6000 Umdrehungen gesehen. Ja, also ich habe ihn auch wirklich einmal ausgefahren, nur einmal. Also auch mehrmals. Ich glaube, der Motor, der will das. Ja, der kann das. Der kann das, der verträgt das. Wir haben ihn schön warm gefahren. Wir fahren natürlich bestes Öl. Und alle 5000 Kilometer wurde das Öl gewechselt vom Vorbesitzer. Genau so muss das auch. Es gibt eine extra Checkheft. Spätestens alles jedes Jahr. Es gibt eine extra Checkheft nur für die Ölwechsel. Weil ins normale Checkheft passt es nicht rein, sondern man hat einen Stempel. Ja. Und dann hat er sich eine extra Checkheft geholt und da sind dann die ganzen Ölwechsel drin. Ach. Ich bin der Meinung, das Auto wird noch richtig hochgehen am Preis. Mega Auto, mega Auto. Ich bin ein ganz großer Fan. Sehr leise innen. Super, super Geräuschstimmung. Gerade Aquaplaning, Spurstabilität. Ich bin begeistert. Ich bin echt begeistert. Dachte ich mir schon und freut mich. Lass rein. Der fährt und die. Diese mitlenkende Hinterachse, das wiegt ja 1,9 Tonnen, das Ding. Du spürst die 1,9 Tonnen nicht. Brutales Auto und wie Joe vermutlich schon erwähnt hat, hatten wir mal ursprünglich drüber nachgedacht, ob wir so eins zum Driftauto umbauen. Damals waren die auch im Vergleich zu heute. Moment, das ist ja viel zu schade. Erschwinglich, damals waren die noch erschwinglich. Wir haben es ja nicht gemacht, weil schwer und keiner hat es gemacht und Budget viel zu klein bei uns und so weiter. Aber es wäre, glaube ich, ein richtig geiles Ding geworden und ich finde ihn bis heute immer noch richtig schön. Unfassbar. Es ist absolut überraschend, wenn du dich in dieses Auto reinsetzt. Du setzt dich jetzt in ein 1993 gebautes Auto. Das heißt, du erwartest ausgeschlagene Lager, du erwartest einfach wenig Fahrkomfort, wackelige Lenkung und jetzt nicht so den Spaß. Vor allem nicht, wenn du aus sowas da kommst. G82, bin ich gerade 200 Kilometer hergefahren. Dann setze ich mich in das Auto rein und ich steige so, wie ich jetzt gerade bin, steige ich aus dem Auto aus. Also ich glaube, das sagt alles. Es geht ja nicht nur um die ausgeschlagene Lager, es ist einfach die Technik von damals, war ja nicht so weit wie heute. Und trotzdem merkst du kaum einen Unterschied zu einem modernen Auto, weil es sich einfach sehr gut fährt. Es fährt sich wahnsinnig komfortabel. Ja.
Ja. Super überraschend. Also, wenn ihr die Chance habt, so ein Auto zu fahren, tut es. Wenn ihr die Chance habt, so ein Auto zumindest irgendwo mal zu hören in live, tut es. Und ansonsten, wir versuchen euch wieder weiter zu versorgen mit mehr crazy Janni-Autos. Sehr gern. Bis nächstes Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao. Ciao.